Hast du dich schon mal gefragt, wie man eigentlich Bilder beim Skitouren gehen macht? Wieso sind die Bilder von den Profis immer so gut und deine oder meine vielleicht nicht immer so hochprofessionell? Fotografieren beim Skitouren kann eine besondere Herausforderung sein, aber die Belohnung dafür sind Bilder, die zeigen, wie großartig wirklich die Natur sein kann. Und was gibt es Schöneres, als diese atemberaubenden Landschaften dann mit deinen Freunden oder Freundinnen zu teilen? In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man beim Skitourengehen fotografiert, warum es so ein faszinierender Sport ist und warum Fotos beim Skitourengehen zu machen gar nicht so schwer ist. Ich nehme dich mit auf eine Tour wirklich vor Ort in den Tiroler Bergen und du siehst direkt an einiger Beispielbilder, wie du die Tipps für dich umsetzen kannst. Skitouren ermöglichen es uns, die Schönheit und Ruhe der Berge auf eine Weise zu genießen, die sonst nicht möglich wäre. Im Gegensatz zu dem klassischen Skifahren auf präparierten Pisten gibt es beim Skitourengehen keine vorgefertigten Wege und du bist wirklich mitten und frei in der Natur. Doch Skitourengehen ist nicht nur eine Möglichkeit, die Natur zu erleben, sondern auch eine Herausforderung für uns selbst. Du musst körperlich fit sein. Du brauchst technisches Können, aber auch die Erfahrung am Berg, um wirklich dann sicher und effektiv dort auch unterwegs zu sein. Das gilt für dich, egal ob du jetzt nur Fahrer bist oder eben auch Fotograf. Dieser Winter 2022/23, der war wirklich nicht besonders gut in den Tiroler Bergen und die Bedingungen waren wirklich nicht ergiebig zum Fotografieren. Und es war gar nicht so leicht, eine coole Tour zu finden und das Ganze zu planen. Ich habe dann mit einem guten Skikumpel, dem Martin, mit dem mache ich öfter Bilder, eine Skitour im hinteren Ötztal geplant. Wir sind da auf den Similaun gegangen. Das ist eine Hochtour. Der Similaun ist nämlich 3599 Meter hoch und gilt als klassische Hochtour über Gletscher und man geht die Tour über 2 Tage mit Übernachtung. Wie du an den Bildern siehst, waren die Bedingungen zwar okay, aber alles andere als ideal. Und das macht auch den Reiz beim Skitourengehen aus. Das Planen an sich. Du bist selbst für dich mit deinen Begleitern gemeinsam für dich bzw. euch verantwortlich. Ob du jetzt fotografierst oder nicht, eine gute Planung ist dann die Basis für deine und eure Sicherheit. Wir haben uns hier für die Martin-Busch-Hütte als Standort entschieden bzw. Region, weil die Lawinenlage dort vor Ort an diesem Tag in Ordnung war. Wir hatten gut Neuschnee bei vertretbarem Risiko. Von der Hütte aus gibt es einige Optionen und falls die Bedingungen besser oder schlechter als erwartet sind, hätten wir uns da anpassen können. Im Tal haben wir immerhin 20 cm Neuschnee erwartet und halbwegs gutes Wetter und das wollen wir ja auch als Fotografen. Unberührte Hänge und frischer Neuschnee. Beim Skitouren hast du selten viel Zeit zum Fotografieren. Du musst also alles irgendwie relativ schnell hinbekommen, deine Bilder zu machen und das auch wirklich schnell umzusetzen. Ich habe in meinen vielen Jahren, in denen ich das schon mache, ziemlich viel ausprobiert, wie man das dann logistisch mit einem Skitourenrucksack und der ganzen Ausrüstung, die man auch dabei hat, hinbekommt. Mein Workflow ist, dass ich mir schon beim Gehen Gedanken mache, wie ein Bild aussehen könnte. Meistens renne ich dann einfach schnell nach vorne, setze meinen Rucksack ab und ziehe meine Kamera aus dem Rucksack raus und habe das alles schnell griffbereit. Am besten funktioniert meiner Erfahrung nach ein Rucksack entweder mit Rückenzugriff oder mit einem Seitenzugriff. Für den Rückenzugriff legt man dann einfach den Rucksack an der Location ab, hat seine Kamera genau an der Öffnung platziert, holt die Kamera raus und schon kann man direkt mit dem Fotografieren loslegen. Wenn man dann das Bild im Kasten hat oder die Bilder, dann legt man die Kamera einfach wieder zurück, so schnell wie es geht und dass es sicher ist, schließt den Reißverschluss und setzt den Rucksack wieder auf. Und schon geht's weiter. Diese beiden Rucksack-Zugriffsarten haben zwei Vorteile. Man ist erstens schneller, als wenn man von oben bei dem Toploader-Rucksack zugreifen müsste. Und zweitens ist die Kamera besser vor Schnee geschützt. Wenn der Rucksack nämlich auf dem Vorderteil oder auf der Seite liegt, ist er meistens viel stabiler. Und er kann dann im Schnee etwas hervorstehen und man kommt da besser ran. So ist die Gefahr geringer, dass der Rucksack einfach den Hang hinunterkugelt oder dass Schnee nochmal über den Rucksack in den Rucksack reinweht. Beides wollen wir natürlich vermeiden und es würde viel Zeit kosten, das Ganze zu reparieren, wieder sauber zu machen und das wollen wir ja nicht.
Es gibt noch ein paar andere Systeme, eine Kamera zu befestigen und mitzunehmen. Manche funktionieren auch halbwegs gut, aber das mit diesem Rucksack Hintenzugriff oder Seitenzugriff ist meiner Meinung nach, was wirklich am besten funktioniert. Und da kommst du wirklich immer an deine Ausrüstung ran und das Ganze ist einfach am sichersten. Ja. So, jetzt will ich mit dir über die Fotoausrüstung beim Skitouren gehen als Fotograf sprechen. Das ist die meistgestellte Frage überhaupt, glaube ich, also die Frage nach der Ausrüstung dann in der Bergfotografie. Und meine Antwort darauf überrascht meistens die Fotografen. Die meisten, die das fragen, kommen nämlich eher von der Landschaftsfotografie. Und da ist es verständlich, dass man die beste Ausrüstung für die besten Ergebnisse haben will. Ich verstehe das auch und es ist ja auch nicht falsch, dieser Ansatz. Das Problem ist allerdings, wenn wir in den Bergen unterwegs sind und da sind zwei Faktoren ganz wichtig. Und zwar das einmal Zeit und das Gewicht. Du merkst dann wirklich jedes 100 Gramm oder 500 Gramm, die du beim Objektiv, bei der Kamera nochmal extra oben drauf hast. Und ja, du spürst wirklich jedes halbe Kilogramm beim Hochgehen. Und beim Runtergehen ist es natürlich das Problem, dein Rucksack wird auch immer größer, immer schwerer und da merkst du das Gewicht genauso. Und ja, dann hast du einmal viel Gewicht und diesen ganzen Umfang am Rucksack, ja, da leidet dann einfach irgendwann nicht nur deine Zeit bergauf, sondern auch der Fahrspaß bergab. Ich nutze daher die kleinste Ausrüstung, mit der ich noch brauchbare Bilder zustande bekomme. Beim Skitourengehen ist das oftmals eine kleine Kamera mit einem APS-C-Sensor, so groß wie der Daumennagel ungefähr. Bei mir ist es die Sony Alpha 6300, schon seit einigen Jahren. Auf einer typischen Standardtour habe ich dann auch wirklich nur das Standard-Zoom-Objektiv drauf, das ist ganz klein. Die Qualität ist damit im Allgemeinen jetzt ganz okay und ich verpasse nur ein paar Bilder, weil ich eben kein Zoom-Objektiv nochmal extra dabei habe und ein Weitwinkel-Objektiv meistens auch nicht. Meiner Erfahrung nach aber reicht dieses Setup für 80-90% deiner Bilder, um eben gute Ergebnisse zu bekommen. Mehr Ausrüstung nehme ich nur bei speziellen Anlässen wirklich mit. Also dann, wenn ich glaube, dass die Location oder der Auftrag das Ganze irgendwie erfordern oder es könnte besonders cool werden. Ja. Ich habe bei dieser geringen Ausrüstung auch keine besondere Fototasche oder keinen großen Schutz jetzt für die Kamera im Rucksack. Ich achte einfach nur darauf, dass die Kamera mit einer Mütze oder nochmal einem weichen, kleiner Kamerastoff irgendwie geschützt ist. Kann manchmal ein T-Shirt sein oder nochmal ein extra Kleidungsstück. Das genügt mir dann eigentlich. Wenn du mit teurerer Ausrüstung unterwegs bist und du die besser schützen magst, dann kann ich das natürlich verstehen. Ich kann dir dann ein Rucksack-Inlet empfehlen. Das sind so kleine, spezielle Rucksack-Taschen. Und das sollte möglichst genau zu deiner Kamera, deinem Kameramodell und deinem Rucksack passen, dass du da wirklich gut hantieren kannst. Beim Fotografieren in den Bergen ist es wie in jeder menschlichen Beziehung, glaube ich, Kommunikation ist einfach enorm wichtig. Ich würde sogar behaupten, die Kommunikation ist beim Skifahren und Skitourengehen noch wichtiger als in allen anderen Arten der Bergfotografie. Wir wollen ja diese unberührten Hänge und Landschaften fotografieren und haben dabei einfach oftmals nur genau diesen einen einzigen Versuch. Ja? Und der muss dann eben sitzen, weil sonst haben wir Spuren im Hang, ja, und das wollen wir nicht. Gleichzeitig ist ja die Landschaft so minimalistisch und alles weiß und einheitlich. Und du musst dem Skimodell dann schon sehr genau erklären, genau wo du ihn haben möchtest. Und das Skimodell muss das auch verstehen. Manchmal kann man sich als Fotograf ein bisschen bewegen, gerade im Aufstieg geht das noch ganz gut, da hat man die Felle nämlich unter den Skien, aber es geht halt auch nicht immer und ist oft sehr eingeschränkt. Jeder Schritt kann da schwierig sein, manchmal ist es auch gefährlich oder einfach auch unmöglich. Manchmal bist du ja schon in der Abfahrt, im Abfahrtsmodus und da geht es dann selten gut, gerade wenn es noch steiler ist oder manchmal ist viel Wind dabei oder die Entfernung ist einfach zu groß. Ja. Genaue Anweisungen zu geben ist daher wirklich nicht einfach, aber dann doch essentiell. Mein Tipp dazu ist es, dem Skifahrer so gut wie möglich zu helfen, dass er das machen kann, was du wirklich willst. Das klappt auch bei uns Profis nicht immer gut, kommt dann auf den Fahrer drauf an, wie erfahren die mit dem Thema Fotoshootings allgemein sind. Einen Geheimtipp habe ich aber, wenn du einen Sprayturn fotografieren magst, also dieser klassische Skischwung, Fahrer quasi um dich rumfährt, so in etwa, dann ist es ganz hilfreich, genau dort einen Schneeball hinzuwerfen. Dann hat der Fahrer einen Anhaltspunkt, genau wo du ihn haben magst und das vermindert dann den Ausschuss. Skitourengehen vereint ja eigentlich zwei Sportarten.
Einmal wandert man, wie beim Wandern eben, einen Berg hoch und dann aber auch fährst du wieder, wie beim normalen Skifahren, rasant oder weniger rasant wieder runter. Das Schöne finde ich daran, dass wir verschiedene Bilder bei dieser Sportart rauskommen, bekommen. Einmal natürlich die Action von der Abfahrt, aber auch diese schönen, erhabenen Aufstiegsbilder. Und wir haben dazu natürlich noch die ganzen weiteren Optionen der Landschaftsfotografie und der Personenfotografie. Bei so einer Mehrtages-Gletschertour gibt es dann eben auch noch diese Hüttenübernachtung als Highlight und das ganze Thema hochalpine Gelände mit den Gletschern und den Felsen und diesen steilen Abhängen etc. Unser erster Fotospot war daher die Hütte und von hier geht man ja klassischerweise als Skifahrer los, startet seine Tour und das klassische Hüttenbild mit einem Skifahrer im Aufstieg ist so ein, ja, der absolute Klassiker, kann man sagen. Das zeigt dem Betrachter, wo man sich befindet, dass es dann eine schöne alpine Hütte ist und es hat ja auch so eine ganz eigene Romantik. Für ein Aufstiegsbild versucht man dann als Fotograf, sich eben vor den Personen zu platzieren. Da muss man dann wirklich nach vorne sprinten, damit die Gruppe nicht warten muss. An diesem Tag war das für mich ein bisschen leicht, weil der Martin da wirklich was Falsches gegessen hatte und überhaupt nicht fit war. Mein Tipp daher wirklich, überhole deine Gruppe, sprint nach vorne, mach dich relativ schnell bereit, Rucksack runter, Kamera raus und manuell fotografieren und dann eben von vorne. Wenn du nicht fit genug bist, geht es natürlich auch mal, dass du ein Bild von hinten machst, aber klassischerweise möchte man Sportler von vorne fotografieren, damit man auch die Gesichter und die Emotionen wirklich in die Bilder reinbekommt. Natürlich kannst du auch gerne andere Arten der Fotografie hier gut einbauen und ich auf einer Tour oder auf ein oder zwei Spielarten irgendwie fokussieren. Porträts zum Beispiel sind eine tolle Möglichkeit, aber eben auch Hütten an sich. Das ganze Thema Hüttenleben, Hüttenromantik, das Essen dazu, die Detailaufnahmen und die Schneestrukturen vielleicht oder Felsen, so ein Klassiker. Deine Kreativität kannst du da wirklich frei entfalten und dich wirklich auf das fokussieren, was dir gefällt. Ich zum Beispiel bin eher ein Fan von Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit einer klassischen Winterlandschaft und Skifahrer relativ weit entfernt, aber dafür vielleicht noch eine schöne Skispur in diesem unberührten Hang. Das ist so mein Favorite. Natürlich gehört zu einer ordentlichen Skitour auch ein rassiges Abfahrtsbild für dich als Fotograf. Ja. Das ist meiner Meinung nach mit das Schwerste, weil man hat eben oftmals nur einen einzigen Versuch pro Location. Und dazu noch wenig Zeit, jeder will schnell den Berg runter und da muss dann wirklich alles stimmen. Rein technisch gesehen brauchen wir eine schnelle Verschlusszeit, also etwa ein Tausendstel einer Sekunde. Das passt meistens ganz gut, ist ja auch recht hell beim Skifahren mit dem ganzen Schnee. Und da kriegst du Fahrer, aber auch die Schneekristalle noch gut scharf. Natürlich ist es recht schwierig, mit einem einzelnen Bild alles perfekt zu machen. Daher kann ich dir die Serienaufnahme, die klassische, empfehlen. So kannst du mehrere Bilder hintereinander machen, Kamera mitführen und da ist dann oftmals ein passendes Bild dabei. Ich empfehle dir eine Kamera mit einer Bildrate von mindestens 5 Bildern pro Sekunde. Damit kommst du gut zurecht. Mehr muss nicht unbedingt sein. Mit etwas Übung schaffst du dann 2, 3, 4, 5 Bilder und der beste Shot ist dann im Kasten. Ich bin Fan von Landschaftsaufnahmen mit einer Skispur im Bild. Ich finde, das sind so meine persönlichen besten und liebsten Skitourenbilder, die ich einfach gerne selber betrachte. Das ist gar nicht so leicht, diese Skispur in die Landschaft zu integrieren. Es braucht relativ viel Übung und der Fahrer muss da auch gut mitspielen. Und ja, du musst ihm genau erklären, was du möchtest, wo er hin soll und wie er, in welchem Stil er da langfahren soll. Manchmal als Tipp ist es gut, wenn du dir dann nochmal einen anderen Standort suchst, wie zum Beispiel einen kleinen Felsen, wo du etwas erhöht stehst oder generell einen kleinen Art Aussichtspunkt. Soweit meine Tipps, wie du gute Skitourenfotos machen kannst. Wenn du nun die Tipps für dich umsetzt, wäre es cool, wenn du mir Bescheid gibst, wie das so für dich lief und ob die Tipps auch wirklich hilfreich waren. Deine Erfahrungen kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht hast du auch ein paar andere Erfahrungen gemacht oder noch einen anderen Tipp, mit denen du anderen Fotografen beim Skitouren fotografieren weiterhelfen kannst. Auf unserem Blog Mountain Moments haben wir noch viele weitere dieser Art Fototipps für dich als Landschaftsfotograf oder als Outdoor- und Sportfotograf. Und auch mit unserem Buch Outdoor Guide Innsbruck mit den schönsten Skitouren und Freeride-Abfahrten rund um Innsbruck. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen.
Zu den einzelnen Touren habe ich da immer dir meine Lieblingsfotospots dazu genannt und du kannst dich natürlich von diesen Bildern schon mal inspirieren lassen und das vielleicht auch mal nachmachen. Viel Spaß beim Ausprobieren und Ski heil!